Elsdorf zwischen Hamburg und Bremen. An der Auffahrt zur A1 wollen Janis Müller und Steffen Büter von der Polizei Zeven und ihre Kollegen eine Kontrollstelle einrichten. Auf dem Weg dorthin fällt ihnen ein Fahrzeug auf. Bei diesem PKW hier, ich schaue noch mal eben, aber genau. Also man sieht, dass der TÜV abgelaufen ist seit Juni 2020. Da hat er zur nächsten Hauptuntersuchung gemusst. Ist eine Ordnungswidrigkeit, darauf werden wir den Fahrzeugführer jetzt mal eben ansprechen. Das haben wir beim Vorbeifahren eben so gesehen. Die Farbe erkennt man, das Jahr hat immer eine unterschiedliche Farbe. Und dann steht dieser schwarze Balken immer auf der Zahl, also zum Beispiel unten ist die 6 und dann wäre es jetzt auf die 7. Die 7 steht dann oben. Das heißt, Juli wäre eigentlich die nächste Hauptuntersuchung für dieses Kfz gewesen. Dem ist er nicht nachgekommen. Darauf werden wir ihn erst mal ansprechen und dann, genau. Moin. Moin. Haben Sie Führerschein und Fahrzeugschein dabei? Ich habe meinen Führerschein, aber mein Fahrzeug ist zu Hause. Okay, zu Hause. Okay, dann geben Sie mir einmal den Führerschein. Ist Ihr Fahrzeug? Ja. Das gehört Ihnen, das Fahrzeug? Ja, okay. Gut. Genau, das ist der TÜV. Ja, der TÜV ist abgelaufen, ja, ne? Aber ich war bei TÜV. Okay. Er sagt, ich muss ein paar Sachen tauschen. Ja. Ich habe schon getauscht. Ja. Aber ich warte andere Teile zu schließen und. Ja, das ist schlecht, ne? Ja, aber ich arbeite, ich und meine Frau hier haben ja nichts. Okay. Grundsätzlich, okay, sind Sie erstmal Betroffene der Ordnungswidrigkeit, ne? Stellen eine Verkehrsordnungswidrigkeit dar. Müssen Sie vor der Polizei nichts sagen? Sie können das Ganze aber zugeben oder nicht zugeben hier vor Ort, ne? Ich werde da mal eben was zu aufschreiben und dann kriegen Sie noch mal Post von der Bußgeldstelle, okay? Ja. Okay. Haben Sie noch einen Personalausweis dabei, wo Ihre Adresse draufsteht? Genau. Gut. Wir füllen mal eben was aus und sind gleich wieder bei Ihnen, okay? Grundsätzlich ist es ja so, dass die PKWs natürlich verkehrssicher sein müssen, ne? Und deswegen hat man immer eine 2-Jahres-Frist. Bei neuen Autos ist es noch mal länger, ist 3 Jahre oder 4er. Dass wir immer eine Verkehrssicherheit gegeben haben, also im Straßenverkehr. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie dann zur Hauptuntersuchung hinfahren. Man hat da auch eine Frist, also wenn das mal 3 Monate überschritten ist, dann ist es gar kein Problem, ne? Da drücken wir auch mal ein Auge zu, ist eine Ordnungswidrigkeit, dann kann man auch mit dem Fahrzeugführer sprechen und dann sagt man, ja, fahr da jetzt mal hin und mach das mal. Wenn das aber mehrere Monate schon, dann müssen wir natürlich ein bisschen was einleiten, dass man die dann auch so ein bisschen erinnert daran, dass das einfach zu tun ist, ne? Weil es geht um die Verkehrssicherheit, das ist wichtig und deswegen machen wir das. In diesem Fall ist der TÜV seit 10 Monaten abgelaufen. Steffen Büter prüft, ob sie den Mann weiterfahren lassen können. Moin. Der Kollege schreibt noch mal eben ganz kurz, der ist aber gleich hier. Sie sagten ja, da fehlen noch irgendwelche Teile, ne? Was ist denn das, was da noch fehlt, was für einen TÜV erforderlich ist? Ja, das ist eigentlich 2 kleine Loch. Ja. Runter. Ja. Muss wissen. Muss geschweißt werden. Genau. Ölwanne oder so ist es aber nicht, ne? Ja, alles ist Ordnung. Der Auto läuft sehr gut, alles ist ganz perfekt. Ja. Ja. Ah, okay. Gut, aber ist jetzt nichts, das irgendwie mit den Reifen oder. Nee, alles. Und vorne Motorraum sieht auch gut aus? Ja, alle. Ich habe alle neuer gemacht. Da der Mann keinen Bericht vom TÜV dabei hat, überprüft Steffen Büter den Zustand des PKW. Der hier ist dann schon eher grenzwertig, würde ich sagen. Ne? Also, wo das dann schon wirklich hart an der Grenze ist. Haben die den Vorderreifen auch schon angeguckt? Ja, er hat hier angeguckt, aber er sagt, ich muss eine Reifen kaufen. Ja, da muss ein neuer rauf, ne? Ja, also ja. Gesagt, ja. Ja, aber genau. Die Rest, er sagt, ist okay. Ja, ja, aber der ist wirklich, ne, du siehst das hier, guck mal. Ja. Das ist quasi eine Fläche, ne? Also ja, genau. Der muss ganz dringend gewechselt werden. Ja. Wenn da irgendwas passiert, sage ich mal, bei Nässe oder so, das Wasser zieht. Okay. Rollt dann natürlich nicht mehr so gut ab und so, dann bist du schnell im Aquaplaning drin. Okay. Da muss ganz dringend neuer Reifen drauf, ne? Also bevor du jetzt noch viel hin und her fährst, okay. Muss der da neu rauf. Ja. Also Reifen ist wichtig, ne? Also das ist eigentlich somit das wichtigste Teil am Auto. Der hier ist jetzt wirklich schon extrem knapp, wo ich sagen würde, also wir sind jetzt nicht weit von Zeven weg, aber das ist auch gleich was, ne? Nach Hause fahren und da muss dann neuer Reifen drauf.
Jannis Müller setzt dem Mann eine Frist, damit er sich um die Mängel kümmert. Dazu kommt ein Bußgeld für sein Versäumnis. Und dann kriege ich hier unten noch mal eine Unterschrift eben von Ihnen, da unten. Genau, schreiben Sie mal. Jo, alles klar. Also, bevor Sie jetzt noch weit fahren müssten, ne? Ja. Also, der Reifen ist wirklich runter. Okay. Ne? Der ist wirklich ganz am Ende. Also, die Fahrt von hier nach Zeven sind es noch 7 Kilometer, das geht noch. Ja. Aber danach muss der Reifen neu, ne? Also, wenn es da zu doll regnet, das geht nicht mehr, ne? Ja, insofern, das kannst du auch noch mal vorne links Reifen, Profil. Okay. Das bekomme ich als Straf. Also, das ist erstmal der TÜV-Verstoß. Genau. 60 Euro und Punkt. 60 Euro? Ja. Ja. Also vorne links. Vorne links, ne? Wir haben es jetzt ja einmal aktenkundig gemacht und wir sprechen ja auch miteinander. Ne? Ich sag mal, wenn jetzt morgen ein Unfall passiert hier im Bereich, dann wissen wir sehr wohl schon, dass er sich irgendwo nicht dran gehalten hat. Und dann gucken wir uns den Reifen natürlich an. Und diejenigen, die es dann kontrollieren, die kriegen ja auch diese Mängelmeldung. Er hat ja auch einen relativ kurzen Zeitraum damit gekriegt, um das beheben zu lassen. So. Und in der Zeit muss das dann auch passieren. Aber bei dem Reifen muss das also eigentlich am besten heute passieren und nicht morgen. Ne? Okay. Der ist wirklich lebenswichtig. Also das mit dem Reifen schneller erledigen. Ja. Das mit dem TÜV habe ich jetzt bis 4.6. Das sind ungefähr 14 Tage. Ne? Dann muss das erledigt sein. Okay? Okay? Super. Und dann Dankeschön. Können Sie das bei jeder Polizeidienststelle vorzeigen und der Kollege schickt mir das einfach zu. Aber wenn Sie in Zeven sind, dann können Sie es auch in Zeven abgeben. Ne? Okay. Und einmal vorzeigen. Okay? Dankeschön. Machen wir so. Okay. Alles klar. Schönen Tag noch. Ne? Ciao. Tschüss. Jannis Müller und Steffen Büter fahren zu ihrer Kontrollstelle. Die Auffahrt Elsdorf, 200 Meter entfernt. Dort haben Kollegen einen Kleintransporter herausgezogen. Don't have a plate. Just come and have a look.